Und damit willkommen zurück bei eurem Sandmann. Ich habe ja gesagt, wir werden uns den Nasenbären mal schnappen und mal was verkaufen. Gesagt, getan. Nasenbär geschnappt. Er braucht ja noch ein bisschen, bis er wieder am Raps ist. Schätze ich mal. Bin mal gespannt, ob der Kirowitz jetzt da hinten mal aus der Hufe kommt oder ob ich echt einen anderen vorspannen muss für den Kirowitz. Könnte natürlich auch sein. Ja. Volles Attacke. Nö, er fährt wieder im Kreis. Muss ich da gleich echt den Fan vorspannen? Doof. Ist ein bisschen doof. Ich denke mal, wir werden auch Raps verkaufen für einen guten Preis. Denke ich mir mal. Wissen tue ich es natürlich nicht. Aber ich denke mal, Raps geht immer ganz gut. Ist nur die Frage, wo müssen wir hin mit dem Raps? Dann lasst uns mal kurz gucken. Raps, ja, Raps ist gerade echt ein schlechter Preis. Webgetreidehandel für Sonnenblumen. Wo sind der Getreidehandel? Ja, gesehen habe ich schon gerade trotzdem nicht. Sonnenblümchens. Biogas, Webgetreidehandel. Ach, einmal ganz darunter. Kann man noch irgendwas noch da mitnehmen? Für einen guten Preis. Ja, Sojabohnen. Sojabohnen würden da einen besseren Preis bringen. Körnermais kann ich nehme ich noch mit. Hä? Ist der Trigger denn verbaut? Naja. Und danach kann er direkt seine Arbeit wieder aufnehmen. Hier ist 60. Zum Getreidehandel muss ich jetzt. Webgetreidehandel, ja, geradeaus durch. Schnackaus an Feld 9 vorbei. Dann kann ich gleich den Kirowitz austauschen.
Hänge ich den 800er vor. Vorm Flug. Weil der dreht da hinten gerade nur seine Runden. Der Kirowitz. Ich weiß nicht warum, aber der kommt irgendwie nicht drauf klar. Auf dem Flug kommt er nicht parat. Ah, guckt euch mal an, wie riesig Feld 2 ist. Feld 1, Feld 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, ich Doppel war. Was? Jetzt dein Ernst? Spinnerei. Yay, wir sind im Plus. Da kann ich direkt gerade gucken. Ich wollte dem einen ja einen andere Gabel verpassen. Ich glaube, unter Diverses ist dort. Ja, hier ist er. Die ist richtig gut. Hier könnte man auch Stroh verkaufen. Wo war denn jetzt der Ausgang? Ausgang! Guckt mal alle weg gerade. Obwohl, ist sowieso mein Feld. Braucht er nicht weggucken. Dann braucht er nicht weggucken. Bin ich mal gespannt, ob die Gabel dran geht. Ich hoffe es ja. Irgendwie. Geht dran. Das ist gut, weil die Gabel ist richtig gut. Das kannst du mit runternehmen. Ja. Also wenn man unten lässt, ist das kein Problem. Wenn man hochnimmt, ja, dann kriegt er ein Problem. Nee, schafft er nicht. Komm schon, du schaffst das. Du bist ein kleiner, zäher Traktor.
Ja, zäh, ja. Zäh, ja. Unmögliches möglich machen? Weiß nicht. Den Fendt hängen wir jetzt gleich vom Flug. Dann werden beide Kirowitze gleich erstmal in der BGA stehen. Entlassen. Feldarbeit. Weil der Kirowitz, der wird dann gleich das Silo verdichten. Er hat so schon mehr als genug Eigengewicht. Ist nur die Frage, wo bleibt der Kleine? Da kommt er doch. Da kommt er doch. Also ihr werdet dann sehen, aufgrund der Verdichtung, ich mach's externe hart dann an. Ihr werdet dann sehen, wie rasch das geht. Ich denke mal, der Kirovit schafft es auch, das Teil anzuheben. Boah, habt ihr gerade gesehen, wie der Kirowitz schon runtergeht? Ist ja mal böse. Also dafür, dass die Silowalze so klein ist, ist die richtig böse in der Aufhängung. Muss ich doch ehrlich zugeben. Und läuft jetzt da hinten? Jawohl, ja. Jetzt läuft es da hinten auch.
Also eigentlich für die Front, glaube ich. Die Silagewalze. Aufklappen. Runterlassen. Und jetzt guck mal, wie das abgeht jetzt. So schnell hat man 36%. Nur mit der Walze da hinten. Also die Walze, die bringt es echt. Ja, und dann mit dem schweren Kirowitz, mit dem hohen Eingewicht noch. Ich hole mir ihn mal ganz kurz auch zur BGR. Brauche ich ihn hier überhaupt hier unten? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Weil, ja, warum ich ihn raufhole, zeige ich euch jetzt gleich. Das läuft jetzt. Damit ich hier ein bisschen was von der Kante wegnehmen kann. Schade, dass der Radfahrer keine 3 Punkte hat. Jetzt würde ich den glatt hier hinstellen und mit dem Silo walzen. Also den Mod, den gibt es übrigens auf ModHub. Hier die Silo-Walze. Für die Leute, die interessiert sind. Werde ich das gleich hier noch ein bisschen plan ziehen. Mit dem Radlader. Bis dahin. Bis später.